zweiten Schritt, schieb dein hinteres Bein so weit nach hinten zurück, dass du vorne eine gute Dehnungsspannung hast für deinen Hüftbeuger. Schieb das vordere Knie noch einmal auf die Linie zu deinem Fußgelenk. Tauche so tief ein, wie es sich gut anfühlt für dich. Halte die Beckenknochen parallel zueinander. Die Schulterblätter wieder fest zueinander gezogen. Das Kettlebell nimmst du in die Hand deines hinteren Beins. Dann kommst du erstmal ganz locker ins Schwingen. So hast du auf der Beinseite ein bisschen Platz. Lass die Schulter ganz locker runterfallen. Wenn es sich gut anfühlt, bringst du die Beine ein bisschen mehr ins Nachfedern mit hinein. Druck des vorderen Beins auf den Boden. Locker leicht wieder nachsinken. Wenn du bereit wirst, zieh dein hinteres Bein nach oben und bring die Kettlebell auf deine Schulterhöhe des hinteren Beins. Finde deine Stabilität. Halt dein Standbein leicht gebeugt. Streck den Oberkörper. Vorderes Bein lang, Kettlebell lang, streckt über Kopf, stabilisiere dich hier einmal aus und spreizt dann den anderen Arm seitlich ab, beugen, von hier aus kommst du in die Waage, schieb dein hinteres Bein zurück, streck deinen Kettlebellarm, richte dich aus, dass beide Beckenknochen parallel zueinander stehen, beide Schulterblätter wandern zur Wirbelsäule, schaust gerade aus dem Rücken auf den Boden, und kommst in deiner Bewegung in das einarmige Rudern. Du kannst hier frei bleiben, den hinteren Fuß noch einmal absetzen oder in eine einbeinige Kniebeuge. Teste aus, was du kannst und arbeite dann dynamisch in der Reihenfolge. Hoch, Stabilität, strecken, beugen, landen und wieder schwingen. Wow.